Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gut, Günstig, Gaming auf meinem Kanal mit eurem Brocken. Heute machen wir was wirklich Schnelles, aber doch trotzdem Herzhaftes, was uns einfach auch Energie gibt und einfach satt macht. Wir machen uns nämlich einen Strammer Max. Was habe ich dafür eingekauft? Alles, was ihr hier einmal kurz seht. Gesamtpreis dafür hatten wir, ja natürlich nicht alles, was hier jetzt noch aufsteht. Aber Gesamtpreis waren hier 6 Euro, runtergerechnet auf die Portion einzeln sind wir hier bei 1,96 Euro pro Person. Ja, was brauchen wir dafür? Als allererstes natürlich Eier. Habe ich einfach so ein 10er-Paket gekauft, pro Brot dann 2 Eier. Dann habe ich halt dazu das, was man natürlich braucht, einfach das Brot, ganz normal, am besten so ein bisschen diese ovalen Scheiben, die großen. Dann habe ich noch dazu einen Käse geholt, das ist hier so Tomate-Basilikum, so fruchtig frischer. So, was ganz wichtig ist natürlich, ist immer entweder Salami, Schinken, Putenbrust, Hähnchenbrust, was ihr noch drauf machen möchtet. Ich habe mich hier in dem Fall für einfach eine ganz normale Salami entschieden. Dann braucht ihr hier nur noch ein bisschen ja, Margarine, Butter, was ihr in dem Fall nutzt und eine Pfanne. Mehr braucht ihr nicht. Wie sieht das Ganze aus? Relativ simpel. Heute wird die Folge auch kurz, weil ja, es wird einfach nicht viel sein. So, ihr nehmt einfach erstmal, so ihr nehmt 4 Scheiben raus. Ihr habt, so, ich sage immer pro Person, so 2 Brote reichen eigentlich im Normalfall. Man kann immer ja noch mal eins nachmachen, wenn der Gast oder so dann sagt, ah komm, ich habe doch noch mal ein bisschen mehr Hunger. Dann kann man natürlich auch noch mal sagen, man macht einfach noch mal eins nach. So, als allererstes nehmen wir hier einfach mal so ein bisschen Margarine. Muss ja nicht viel sein, je nachdem, wie ihr das mögt. Da könnt ihr einfach erstmal ja, so ein bisschen das Brot mit Margarine ein bisschen einstreichen. Wie gesagt, ob ihr da mehr oder weniger mögt, das ist natürlich nach eurem Belieben. Jeder macht ja immer so ein bisschen unterschiedlich drauf. Der eine mag ein bisschen mehr Margarine oder Butter, der nächste sagt, ach, ich mache gar keine drauf. Ihr müsst auch keine drauf machen, ne? Das ist gar keine Pflicht. Wenn ihr selber sagt, ich esse einfach das Brot normalerweise auch immer etwas trocken, ohne irgendwie was drauf, dann könnt ihr das natürlich auch machen. Wie gesagt, ist kein Pflichtprogramm, dass ihr jetzt Butter oder Margarine drauf machen müsst. So, die Scheibe Brot noch, so, die Scheibe nach vorne, zack, und auch hier wieder, machen wir so. So, nachdem ihr das gemacht habt, wieder wichtig, erstmal das andere, das Brot, die Packung immer wieder zumachen. Ich kenne das bei manchen Kollegen, da kommst du hin, da haben die das Toast offen gehabt, dann ist die ganze Tüte so offen, dann packst du das Brot ins Toast rein, das ist nicht mehr fluffig, das ist einfach wie so, so keine Ahnung, wie so eine harte Frisbee, die kannst du einfach werfen und kannst Leuten dann Platzen am Kopf verursachen. Ja, da denkst du, da denke ich mal jedes Mal zu dir, ich sag so, pack doch einfach mal die Sachen wieder weg und mach es einfach zu. So, ja, nachdem ihr die Brote alle soweit mit Butter belegt habt, könnt ihr als allererstes das drauf machen, na, wo haben wir hier mal da? Das drauf machen, was ihr als herzhaft, fast gekommen, ne? Könnt ihr das drauf machen, was ihr als herzhaftes mögt? Also Putenbrust, Schinken, Käse, Salami, ne, Mortadella. So, ne? Ich mag da immer die Salami drauf. Dann machen wir einfach so, zack, schön 2 Scheiben immer pro Brot drauf. So. Einfach schön belegen. Ja, da hat man einfach was Deftiges. Ne? Das geht auch schnell und ist auch nicht allzu teuer. Ne? So, jetzt haben wir das drauf. Die Salami wieder in den Kühlschrank rein. So, dann haben wir hier den Käse. Da könnt ihr entweder gar keinen Käse nehmen oder ihr nehmt jeden Käse, den ihr mögt. Da müsst ihr jetzt hier nicht irgendwie so einen Leerdammer Tomate Basilikum nehmen. Da tut es auch normaler, ein ganz normaler Käse, so ne, quasi. Also ein ganz normaler Emmentaler, eine ganz normale Hausmarke von Aldi, Lidl, Penny, Edeka, Rewe tut es da auch. Ne? Je nachdem, was ihr da habt, so für Geschmacksrichtungen. So, noch eine Scheibe Käse drauf. Und hier ebenfalls noch eine Scheibe Käse drauf. Dann wieder schön zumachen. So, dann ganz einfach die Pfanne anmachen. So, dann können wir hier schon mal das Brot ein bisschen platzieren. Ja, und eine Soße natürlich. Ich habe mir jetzt hier für das Ei am Ende so eine Schaschlik-Soße geholt. Da könnt ihr Ketchup drauf machen. Ihr könnt da aber auch die Soßen drauf machen, die ihr zu Hause habt oder die ihr natürlich mögt. Ich habe da jetzt einfach so eine kleine Schaschlik-Soße, da macht er hauchdünn oben am Ende noch was drauf. Ich hoffe einfach nur, dass ich nicht gleich, wenn ich so mache, so plopp oder halbe Dose, halbe Flasche davon instant einfach auf dem Ei drauf ist. Ja, dann haben wir natürlich danach ein bisschen Salz, ne? Ein bisschen Pfeffer.
So, noch mal ein bisschen Grundwürzen natürlich. Mehr braucht ihr gar nicht. Jetzt einfach ein bisschen warten, bis die Pfanne heiß ist. So. Ja, dann habt ihr pro Scheibe Brot, nehmt da 2 Eier. Dann macht ihr dann einfach 2, 4, 6, 8, fertig. Na, ihr könnt, wie gesagt, ihr könnt natürlich auch mehr Scheiben Brot essen, aber ich sag mal so, ne, 2 Scheiben Brot mit Wurstkäse, 2 dicken Eiern, ne, ist im Normalfall, macht es eigentlich schon satt und reicht auch so über den Tag verteilt so ein bisschen. Ne. Ist heiß, sollte ich mal aufpassen. Ne. So, ja, wenn die Pfanne so langsam heiß wird, so, ja, mehr müsst ihr eigentlich gleich machen. Kein Öl rein, kein Butter rein oder sowas. Wirklich einfach nur die Pfanne erhitzen. So, ihr merkt schon so, ne, die Pfanne. Das ist das Wasser. Ich habe die gerade, ja, frisch sauber gemacht. Man merkt, das Wasser verpufft an der Pfanne. So, dann könnt ihr die Pfanne auch einfach ein bisschen runterstellen, weil ihr braucht sie nicht auf volle Pulle haben. Das ist halt einfach Quatsch. So, ein Ei aufmachen. Rein. Zweites Ei aufmachen und ebenfalls rein. Na, ganz so heiß war sie doch noch nicht. Sonst wäre das Ei jetzt schon ein bisschen schneller angetrocknet, aber es geht. Ja. Wie gesagt, ihr könnt es anstechen, dann läuft es ein bisschen weiter aus. Wenn ihr sagt, ach, ich habe nichts dagegen, dass es ein bisschen flüssiger ist, ne, dann könnt ihr es auch ein bisschen flüssiger essen. Ansonsten einfach mal anstechen ganz kurz, so, dann läuft es ein bisschen aus. So, dann könnt ihr es auch hier ein bisschen verteilen. Also wie gesagt, na, das obliegt euch dann so. Ne? Also ein bisschen verteilen ruhig, dann ist es nicht ganz so flüssig. Ne? Ja, wichtig ist nur, dass es nicht verbrennen lässt, sonst schmeckt das Ganze natürlich nicht. Wie gesagt, einfach mal so ein bisschen verteilen. Könnt das in der ganzen Pfanne machen, ganz kurz und schön dünn. So. Wie gesagt, kommt nur drauf an, ne? Wenn ihr das nicht, also wenn ihr das flüssig mögt, ne, dann könnt ihr das auch flüssig lassen. Ne? Also ihr könnt dann einfach dieses Eigelb so lassen, wie es ist, als kleine Blase quasi. Ne? So, dann machen wir einfach mal hier ein bisschen Salz in die Hände, in die Hand. So, verteilen einfach schon mal so ein bisschen einmal das Salz drüber. So, dann eine kleine Prise Pfeffer. Ja, dann können wir das Ganze auch vorsichtig ein bisschen lockern in der Pfanne. Und zack, einmal aufs Brot. Einmal aufs Brot verteilen, ne, und das Ganze machen wir jetzt insgesamt. Einmal noch. Ja, jetzt hört man es auch schon. Die Pfanne ist schon relativ heiß. Ne, zack. So, wie gesagt, ihr könnt es dann auch so lassen. Ne, dann ist es halt nur nicht ganz durch. Ne, dann, wenn ihr das flüssig mögt, ne, wenn ihr es eher so mögt wie jetzt, dann braucht ihr einfach nur einmal das Eigelb ein bisschen anstechen hier, pock, pock, seht ihr, ne? Dann stechen wir es an und dann verteilt ihr das einfach so ein bisschen hier schön langsam in der Pfanne. Das geht relativ schnell, wenn die Pfanne schön heiß ist, dauert das nicht mal lange, ne? Dann könnt ihr das einfach so ein bisschen verdäulen. Wie gesagt, das muss jeder für euch entscheiden, ob ihr das eher flüssig mögt, ob ihr das eher ein bisschen herzhaft mögt, so, ne? Das müsst ihr selber so ein bisschen entscheiden. So, ne? Ihr könnt es einfach so ein bisschen, wie ich das jetzt mache, ganz vorsichtig so ein bisschen in der Pfanne verteilen, wie gesagt. Ne? Oh. Na, ganz vorsichtig schön nochmal verteilen, damit es, ja, damit alles, was halt eigentlich, ne, so. So, jetzt ist das auch schon wieder relativ gut, ne? Dann nehmen wir uns wieder eine ganz kleine Prise Salz in die Hände, damit wir nicht zu viel Salz drauf machen, weil wir wollen es ja nicht versalzen. So, eine kleine Prise Salz oben drauf. Dann einfach wieder eine kleine Prise Pfeffer. Ja, heute mal was, wie gesagt, ziemlich simples. Ja, zack, zack. So, einfach das Ei nehmen. Diesmal ist es ein bisschen größer geworden sogar, aber macht nichts. Das kann man ja im Endeffekt einfach ein bisschen anpassen. So, ist auch schön heiß, fertig. Ja. So, einmal schon drauf. Auch das andere Eisstück kann man dann hier einfach noch drauflegen. Na, wolltest du heute nicht? So, jetzt auch. So, das machen wir jetzt nochmal. Wie gesagt, ziemlich simpel einfach. Ne? Und einfach trotzdem was Nahrhaftes. Ne? Also, wichtig ist halt immer, dass man irgendwie ein bisschen Eiweiß und Kohlenhydrate trotzdem irgendwie mit isst.
Ja, das ist wichtig, so. Zack. Und einmal hier puck. Puck. Ja, immer schön vorsichtig so, weil die Eischicht ist halt ziemlich dünn, sonst schneidet das aber kaputt so ein bisschen. Ja, aber es geht relativ schnell. Also im Normalfall mittlerweile, wenn man jetzt nicht eine Pfanne aus den 50er Jahren hat, die total kaputt ist oder nicht mehr mit der Zeit gemäß ist, so siehst du, dann ist das jetzt eigentlich auch schon fast fertig. Ja, wieder wie immer, eine Prise Salz. Eine Prise Pfeffer. Und dann zack. Na, so jetzt. So. Das Ei einmal wieder lockern und aufpassen und auch einmal wieder aufs Brot legen schön. So. Die Pfanne habe ich jetzt mal fast auf aus. Da ist jetzt glaube ich auf, die haben jetzt ungefähr müsste auf 5 sein. Aber das wird einfach auf 5 runter, weil für die letzten zwei Eier reicht die Hitze der Pfanne einfach noch aus. Also, zack. Zack. Und auch hier einmal ganz schnell ab. Cool down. Na, hier auf. So. Den Ei haben wir schon wieder verteilen, alles in der Pfanne. Wie gesagt, ne, ich bin nicht der Fan, also wenn ich zum Beispiel ein Ei esse, dann esse ich das so halb roh, nicht ganz flüssig, aber nicht ganz hart, aber hier drin halt das Eigelb so richtig gut zu machen. Ne. So, bisschen gut. Bisschen an den Rand. Und noch einmal ein bisschen Salz nehmen. Zack, ein bisschen Salz drüber streuen hier. Wieder eine Prise Pfeffer. So, Herd ausmachen. Weil den Herd braucht man jetzt nicht mehr und dann wieder schön vorsichtig mal gucken hier. So. Mal gucken. So, dann das Ei rausheben. So, ja, und das war's auch schon. Ne? Dann machen wir jetzt gleich noch die Soße drauf und den Probiertest. So, einmal auf. So. Einfach drauf, die Pfanne könnt ihr einfach in die Spüle machen und jetzt tischen lassen. Wenn ihr billige Pfannen habt, also billige Pfannen, die wirklich, was ich 10 Euro kosten haben, solltet ihr das nicht machen, dann springt euch die Pfanne im Nomad im schlimmsten Fall. Und dann ist die Pfanne einfach kaputt. So, dann nehmen wir ganz wenig Soße, wirklich nicht viel. Ne, verteilen wir so ein bisschen. Ich hoffe jetzt, dass es jetzt auch klappt. Ja, so, da braucht er nicht viel, so ein bisschen. So, ne, ihr seht, das verteilt er dann mit dem Messer so ein bisschen, zack. Ja. So, drauf. Fertig, ja. So, die normalen Eier in den Kühlschrank, die anderen kommen einfach weg. So, ja. Dann einmal das Ganze so ein bisschen verteilen. Fertig. Das gleiche ebenfalls hier. Nochmal so ein bisschen die Soße verteilen. Das tun wir auch hier schön. Ja, dann sind wir fertig. Dann nehmen wir uns eine Gabel, ein Messer und haben unser Mittagessen oder Abendbrot. Ne? Wie ihr das Ganze seht. So, dann einmal schön anstechen. Schön schneiden. Na, so. Man schmeckt so ein bisschen das Fettige von der Salami, so ein bisschen das Deftige. Man hat diesen, ja, diesen typischen Käsegeschmack, der wirklich sehr leicht ist bei dem. Denn ich jetzt habe mit Tomate-Basilikum, das Tomate-Basilikum schmeckt nicht ganz so raus. Aber der Käse ist wirklich sehr leicht. Ja, das Ei, klar, ne, schmeckt ganz normal nach Ei, so ein bisschen Salz und Pfeffer natürlich.
Und ganz dezent in dem Fall nach der Schaschliksoße oder wenn ihr ein bisschen Ketchup drauf macht. Ne? Oder andere Soße, da könnt ihr euch dann aussuchen, welche Soße ihr drauf machen möchtet. Dann war es das auch in dem Fall schon wieder von dem heutigen gut günstig Gaming Video. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Macht es gerne nach. Wie gesagt, es ist wirklich eine schnelle, deftige Mahlzeit, die ihr einfach schnell mal machen könnt. So zwischendurch, auch während des Zockens. Wo ihr einfach nur die Pfanne schnell machen und zack, 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 drauf essen. Könnt da 2, 3, 4 Scheiben, wie viel ihr essen möchtet, auch, oder eine ganze Packung Brot, wenn ihr das tun möchtet, machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück und gutes Gelingen dabei und guten Hunger. Ich lasse es mir jetzt schmecken und ich wünsche euch einen angenehmen, schönen Tag. Haut da rein, ich bin raus.